Name ist Markus Möller. Ich sage Ihnen noch ganz kurz was zu meiner Person. Ich habe die letzten 10 Jahre an der ETH gearbeitet im Bereich IT, bin mittlerweile bei der HSR in Rapperswil und Fair Computer ist ein Projekt, das mache ich in meiner Freizeit. Das ist ein Hobbyprojekt und das möchte ich Ihnen gerne heute vorstellen. Matthias, du hast vorhin gesagt, ja, Free as in Beer. Ich bin auch Country Coordinator der Free Software Foundation. Wir haben einen Stand draußen, können Sie vielleicht gleich noch vorbeilaufen. Für uns heißt Freiheit natürlich viel mehr. Für uns heißt Freiheit nicht nur gratis, sondern Freiheit steht für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Und besonders im Bereich der Bildung ist es ein Privileg, für das es sich zu kämpfen lohnt. Mit dem Projekt Fair Computer setzen wir uns für die Verbreitung von freier Software im schulischen und studentischen Umfeld ein. Dazu sammeln wir alte Computer ein, Laptops, und installieren GNU Linux darauf. Diese Geräte geben wir dann kostenfrei an Schülerinnen und Studierende weiter. Unsere Ziele sind einerseits natürlich Nachhaltigkeit. Wenn ich heute an die Universitäten schaue, jeder hat ein MacBook, jeder hat ein Surface Book, die neuesten Geräte. Die gleichen Personen, die aber mit diesen tollen Computern arbeiten, gehen dann auf die Klimademo und engagieren sich für Veränderungen in dem Bereich, obwohl man eigentlich bei sich selbst anfangen kann. Viele dieser Geräte, dieser älteren Laptops, wir haben wirklich nicht so alte Laptops, wir nehmen Geräte ab dem Baujahr 2005 an, sind noch sehr gut verwendbar, mit freier Software. Das andere ist natürlich, dass wir die Freiheit fördern wollen. Freie Software bietet einen riesen Umfang an Lernmaterialien. Sie kennen das selber, Sie setzen sie im Unterricht ein und auch im Bildungsbereich, aber auch im Entertainment-Bereich. Natürlich will man auf so einem Gerät nicht nur lernen, sondern möchte auch mal irgendwie ein Video gucken. All das ist möglich mit unseren gebrauchten Laptops. Und eben das Schaffen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Wir sind Teil von einem größeren Projekt, also wir sind eigentlich nur ein kleiner Teil. Fair Computer ist ein Teil vom LabDo-Projekt. Das LabDo-Projekt ist vielleicht den einen oder Ihnen bekannt. Es ist ein internationales gemeinnütziges Netzwerk. LabDo sammelt seit jeher, schon seit langer Zeit, LabDo gibt es schon viele, viele Jahre, sammelt immer schon Laptops ein und gibt diese allerdings primär an Schulen in Entwicklungsländern weiter. Wir haben aber gesehen, die Geräte, die jetzt mittlerweile kommen, wir kriegen wirklich schon tolle Geräte mit i5-Prozessor, das sind wirklich super Geräte und eben das spricht ein bisschen auch gegen diesen klimaneutralen Ansatz, die Geräte ins Ausland zu verschiffen, auch wenn die hier in der Schweiz durchaus noch gut genutzt werden können. Ein anderer Aspekt ist, dass LabDo Geräte nur an Schulen weitergibt und nicht an Einzelpersonen. Wir von Fair Computer geben Geräte explizit an einzelne Schülerinnen und Schüler und Studierende weiter. Zusätzlich bieten wir einen Reparaturservice an, weil wir natürlich möchten, dass die Geräte auch noch langfristig genutzt werden. Es macht nichts, wenn einer einen gebrauchten Laptop von uns bekommt, dann geht irgendwas kaputt und dann schmeißt er ihn weg in den Elektroschrott. Dafür verlangen wir ein kleines Entgelt, weil wir die Ersatzteile verfügbar halten müssen. Und dann natürlich Reparaturkosten entstehen. Das ist ein einmaliger Betrag von 70 Franken. Und dafür erhält man dann die Sicherheit, dass man das Gerät in Zukunft auch noch sorgenfrei nutzen kann. Den Desktop haben wir speziell angepasst. Da die Geräte in der Regel etwas älter sind, kann man da jetzt kein Power GNU Linux mit GNOME oder sowas drauf laufen lassen auf den meisten Geräten. Und deswegen haben wir ein Debian-basiertes System entwickelt mit dem Trinity Desktop, der auch speziell für ältere Geräte sehr gut geeignet ist. Ja, das war es eigentlich schon von meiner Seite mit der Vorstellung. Und wie Sie helfen können, ist einerseits, falls Sie ein altes Gerät haben, das Sie nicht mehr brauchen, es liegt irgendwo im Schrank, können Sie sich an uns wenden, an faircomputer.ch, das Kontaktformular nutzen, uns kontaktieren, das Gerät bei uns vorbeibringen oder wir treffen uns irgendwo. Sie treffen sich mit einem unserer Vereinsmitglieder oder Sie machen, und das ist noch viel wichtiger, weil alte Geräte haben wir viele. Wir kriegen viel mehr Laptops, als dass wir Laptops abgeben können. Ganz interessanter Fakt übrigens. Sie machen Werbung für das Projekt und helfen uns dabei, Schülern und Studierenden ein kostenfreies Okkasions-Laptop zu vermitteln. Vielen herzlichen Dank.